So wie ihr sehen könnt, das Dach ist fertig. Ich habe da auch so einen Übergang gemacht. Plus hier nochmal die Erhöhung. Das, was wir jetzt machen müssen, ist eben, dass wir eben die Struktur rein machen. Da habe ich sie schon ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Und das müssen wir jetzt eben rundherum machen. Und dann können wir eigentlich schon anfangen mit dem Malen. Das Häuschen geht auch weiter. Wird langsam, aber doch. Wie ihr sehen könnt, Struktur. Wie gewohnt mache ich jetzt die Struktur wieder mit diesem Spatel. Ihr seht, da habe ich jetzt den Rand schon gemacht. Und da drinnen sollen ja freie Steine sein. Und ich mache das einfach, dass ich eben verschiedene Größen, Längen, Höhen dann eben das mache. Ja, das will ich jetzt da euch nicht belasten oder halt das Ganze da zeigen. Das wird fad sonst da. Ja, so schaut es aus jetzt auch schon mit dem Dach. Da oben habe ich dann nochmal eine Reihe dazu gesetzt, damit das schön schaut. Da habe ich wirklich einzeln diese Schindel sozusagen aufgesetzt. Aber schön langsam nimmt das Form an. Teilweise musste ich ein bisschen was spachteln. Ja, wenn das dann angemahlen wird, dann seht ihr, werdet ihr weiter sehen, wie das dann aussehen wird. Aber so schaut es derweil einmal aus. Und ihr seht, ich bin gerade beim Strukturieren. Ich male jetzt da unten mit Black Mars, Mars Schwarz, das an, damit eben, wenn das Licht eingebaut wird, das nicht durchscheint. Das ist einmal der erste Schritt. Es wird dann gleich noch was anderes folgen. Das werde ich euch auch zeigen. Derweil geht es jetzt einmal, dass wir das schwarz anmalen. Dass da innen irgendwo die Wände oder was schwarz werden, das ist egal. Das sieht man dann eh nicht von außen. Und das ist jetzt die nächste Aufgabe. Weil ich mir nicht sicher bin, dass dieses Weiße, es dürfte zwar sehr dicht sein, aber sicherheitshalber machen wir schwarz, damit da nichts wirklich durchscheint. Und wir werden dann noch was anderes bei den Ecken einsetzen. Das zeige ich euch dann auch gleich. Als weiteren Schritt für das Haus, um das irgendwie so abzudichten, dass kein Licht da rauskommt, habe ich mir jetzt so eine Art Plastilin, ja, eine Plastilinflasche, so heißt das, ja, besorgt in Schwarz. Da werde ich mir jetzt einmal schauen mit dieser. Ja, das geht aber eh schon schön, weil es wirkt so hart, dieser Klumpen. Also da hole ich mir was runter. Da mache ich noch einmal so einen schmalen Streifen. Ja, das ist schön formbar. Und wie ihr seht, mache ich da jetzt einmal mit den Fingern so eine Schlange und die kommt jetzt da, ja, das einmal so grob zuschneiden, so, so, und da kommt jetzt diese Schlange sozusagen in diese Ecken hineingepresst. Aber da das schwarze Acryl noch nicht trocken ist, werde ich einmal warten, bis das ist. Und also jetzt ist das drinnen getrocknet. Ihr seht, eine von diesen Plastilinwürste habe ich schon reingegeben und die drucke ich jetzt da in die Ritze hinein, wobei ich gleichzeitig natürlich aufpassen muss, dass ich da
nichts zu stark Druck, damit das nicht eben durchgeht. Oder ich eben das Dach wieder wegdrücke. Ja, da drückt man dann schön, wie ihr sehen könnt, auch an die Wand. Eben wie gesagt, das muss man jetzt natürlich entgegendrücken nach, damit das nicht zur Wand. Und was wir hier jetzt auch machen wollen, da auch zwischen die Dinger rein. So, oder verhindert dann, dass das Licht durchscheinen wird. Das schaut dann so, ich hoffe ihr könnt das sehen, so ungefähr aus. Ich werde auch noch ein bisschen das Licht her. Ja, und dadurch verhindert man, dass das Licht, was da drin eingebaut wird, draus schadralt. Wie ihr sehen könnt, bin ich bei meinem selbstgebauten Steinhaus gerade und mache gerade eben die Schindeldach. Großflächig habe ich jetzt mit diesem Pinsel gearbeitet. Oh, da ist jetzt keine Nummer drauf mehr. Zu mir sieht man sie nicht mehr. Aber ihr seht, das hat ungefähr die Größe. Damit habe ich jetzt einmal großflächig das Grau einmal gemacht. Es kommt dann ja noch so gelblich, grün kommt auch noch, weil eben da ja auch noch drauf kommt, also Moos und so, was halt eben bewachsen worden ist. Ja. Jetzt mit diesem, in dem Fall sogar 4x0 Pinsel, fahre ich jetzt dann überall nochmal so rein, wo ich sehe, da hat noch nicht so viel Farbe oder da hat es noch nicht gedeckt, sodass eben wirklich einmal die grundlegende Farbe, die graue Farbe, wirklich einmal alles schön abdeckt. Und dazu braucht man eben einen sehr kleinen, schmalen Pinsel, mit dem man dann da diese Dinge arbeitet. Ja, und der nächste Schritt, nachdem das wirklich getrocknet ist, das lasse ich jetzt sicher einen Tag trocknen, wird es dann sein, dass wir dann die nächsten so eher helles Grün, aber auch so ein Ockerfarben draufsprenkeln. Das will man schon irgendwie machen mit dem Pinsel, damit eben dann sozusagen auch das Moos so imitiert wird, dass ich mit der Zeit eben auf solchen Dächern eben, wie soll ich sagen, eben auf eben wächst oder eben das Dach eben auch farblich jetzt dann ein bisschen verändert. Jetzt habe ich das Dach einmal die Schindeln grau gemacht. Das war wieder, dass es, in dem Fall war es dieses Uniformgrau, mehr Licht, Uniformgrau habe ich einmal die ganze Dachschindel einmal gemahlen und ich glaube, das habe ich eh schon im Video erklärt, vorhergehend. Und jetzt habe ich mit der Farbe Goblin Green und Elfenflash, wobei das Elfenflash habe ich zu dieses Demonic Yellow dazu gemischt. Also das ist eine Mischung. Und dann habe ich noch dieses, wie heißt das da? Grady Gold verwendet. Wie ihr vielleicht da jetzt auf der Palette sehen könnt, das Grün habe ich wirklich sehr verteilt, also sehr schwach auch raufgetupft. Das war jetzt dieser Pinsel, der Pinsel ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr der beste, aber für solche Arbeiten ist er dann wirklich ideal. Jo, das zeigt er. Ja, glaub schon. Und ja, die beiden Yellows, also diese beiden gelblich Farben habe ich zusammen ein bisschen gemischt, aber auch sehr stark eben verdünnt, sowie auch von diesen
Grady Gold einfach einmal einen Batzen weggenommen, eben seinen Batzen weggenommen, dann noch einmal verteilt und dann erst aufgetupft auf das Dach. Mir gefällt das Dach jetzt so, sehr schön geworden. Also ich, von meinem Vorbildfoto schaut es auch ungefähr so aus, dass eben diese Steinschindeln eben mit gewissen Moosarten eben schon bewachsen sind. Nicht stark, aber ein wenig. Und es wirkt für mich jetzt schon sehr gut, das Haus, obwohl es eben eigentlich noch viel zu tun ist. Was ich auch gestern noch gemacht habe, ist eben, dass ich da unterhalb das Braun alles gemahlen habe. Das war ja alles weiß. Ja, jetzt geht es an die Wände. Die müssen wir noch malen und dann haben wir eigentlich das Haus von außen her fertig. Von innen kommt ja dann noch die Beleuchtung. Ihr wisst ja, ich habe da Klettermasse hineingetan, damit das nicht durchscheint. Da kommt ja noch ein Zwischenstock hinein. Aber das mache ich dann alles erst, wenn ich auch dieses zum Beispiel und auch des anderen, auch diese viktorianischen Häuser gebaut habe. Die kommen ja dann alle 6 Stück auf die Stelle dort vor den Leuchtturm. Weil erst dann, wenn ich alles weiß, wie ich alles aufgestellt habe von den Häusern, werde ich dann mit der Beleuchtung nach der Reihe anfangen. Das heißt, es wird ja mit die Beleuchtung werde ich ja wieder mit einem Arduino machen. Aber eben, ich möchte die Lichterkette, um so auszudrücken, durch alle 6 Häuser eben durchziehen, eben bei einem Haus anfangen, dann durchziehen bis zum Anschluss, so dass ich eben mit einem Anschluss sozusagen und einem Programm auf Arduino das Licht ein- und ausschalten über den Arduino für diese 6 Häuser gleichzeitig eben steuere.